Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem Video von mir. Ja, in meinem letzten Video habe ich euch gezeigt, wie wir diese Hefte hier gebunden haben. Und heute möchte ich euch zeigen, wie ihr aus diesen Heften ein Traveler's Notebook machen könnt. Genau, hier habe ich mal mein allererstes Exemplar. Ja, ist noch nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, aber es ist okay. Hier habe ich zum Beispiel die Notizbücher benutzt vom Action, die schon fertig gebunden sind. Hier habe ich noch eine Tasche eingebaut. Das sind Magnetclips. Ja, genau so könnt ihr dann nach und nach euer Notebook gestalten, wie ihr das möchtet. Hier ist ein Gebamsel dran. So. Ja, also das war Versuch Nummer 1. Da habe ich den Umschlag laminiert. Heute möchte ich den Umschlag mit dieser Folie bekleben. Das ist eine Selbstklebefolie von Aldi. 2 Meter mal 45 cm. Und ich habe mir hier schon mal so einen Cardstock zurechtgelegt. Den werde ich damit überziehen. Genau, dann brauchen wir dazu noch ein Gummiband. Und wir brauchen... Ja, und wir brauchen eigentlich Nieten, Ösen. Die habe ich aber im Moment nicht, darum versuchen wir es einfach ohne. Hier hat es super funktioniert, das Ganze ist aber auch laminiert, da kann ich viel ausreißen. Ja, wir schauen mal, wie weit wir kommen. Ich hoffe, dass das mit der Folie genauso gut funktioniert. Also, wir bereiten als erstes mal unsere Folie vor. Wer noch nie mit so einer Folie gearbeitet hat, also hier sind zum Beispiel Maßeinheiten schon auf der Folie drauf. Das sind 0,5 cm, also 2 von diesen Kästchen sind immer 1 cm. Ich nehme mir jetzt mein Blatt. Pi mal schlag mich tot. Leg mir das hier drauf. Und wo ist jetzt mein Lineal schon wieder hin? Ach, nehmen wir das. So, und dann schneide ich mir einfach mal hier so. Ach, ich nehme jetzt einfach Linealbreite, ist am einfachsten. Ein Stück von der Folie ab. Oder? Passt auf eure Finger auf. So. Das ist nicht so schlimm. Dann können wir die Rolle erstmal weglegen. So. Dann legen wir uns unseren Cardstock wieder auf. Und legen auch hier einmal so ungefähr. So, das war jetzt noch das einfachste Teil. Jetzt ziehen wir uns einmal die Folie ab. Und zwar erstmal nur ein Stück. Ihr könnt sie auch ganz abziehen. So, und dann legen wir uns vorsichtig unseren Cardstock auf, und zwar von der Mitte nach außen und rakeln da einmal feste drüber. So sieht das Ganze aus. Ah, und was stellen wir fest?
dass ich ein Idiot bin. Ja, wir stellen fest, dass ich die Folie falsch geschnitten habe. Denn wenn, dann möchte ich das Motiv natürlich so drauf haben. Aber wir werden das jetzt trotzdem erstmal einschlagen. Und eventuell später anders verwenden. Genau. Jetzt habe ich vergessen, mir die Kanten abzuschneiden. Ah, lauter. Aber es ist ja eine Folie. Und die kann man, Gott sei Dank, gut wieder lösen. Also, ihr müsst euch natürlich die Kanten schneiden. Und zwar schneidet ihr euch die Kanten einfach so runter und schaut, dass hier da so 1-2 mm Platz, praktisch wie beim Einbinden. Lasst ihr da einfach ein bisschen Platz. Platz. So. Dann schlagen wir das hier einmal um. Und die Seite auch. Fragt mich bitte nicht, ob es die Folie noch im Aldi gibt. Ich habe sie vor 14 Tagen oder so gekauft im Aldi Süd. Und ich kann euch nicht sagen, ob es die noch gibt. So. Dann nehmen wir diese Seite. Und dann schaut das Ganze so aus. Und das legen wir jetzt zur Seite. Das verwende ich irgendwann mal anders, weil das ist mir einfach zu schade, um das wegzuwerfen. Und ich werde jetzt mal ganz schnell ein neues einbinden. Und da werde ich die Folie dann auch richtig schneiden. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Also, so schaut das Ganze dann jetzt aus, wenn ihr das auch richtig gemacht habt. Ist das süß. Oh, ich liebe dieses Motiv. Das ist so mega. So, jetzt möchte ich natürlich das Ganze von innen auch noch bekleben. Und dann nehme ich einfach hier diesen Rest. Nee, ich nehme nicht den Rest. Ich werde jetzt einfach diese beiden Teile, weil ob das innen falsch rum ist, das ist mir ziemlich egal, mit doppelseitigem Klebeband aufeinander kleben. Dadurch bekommt ihr natürlich auch noch ein bisschen mehr Stabilität. So, und in die Mitte gebe ich dann noch ein bisschen von meinem Tombow.
auch nicht. Der ist leer. Müssen wir gleich einen neuen aufmachen. Dann nehmen wir einfach so. Und jetzt kleben wir das Ganze. Wenn es geht, gerade aufeinander. Ja? Ihr seht, das ist gar nicht so einfach für mich. Ach, was machen wir denn da? Also Kante auf Kante. So. Jo, das sieht gut aus. Jo. Hier ist noch Tesafilm. So, das wird unser Einband. Also, das ist meine Außenseite, das ist meine Innenseite. Und ich markiere mir jetzt erstmal auf meiner schönen Platte hier. Das ist ja ganz praktisch, ne? Die Mitte. Da machen wir uns eine Markierung bei, was haben wir denn da? 13,5, 14,5. 15,5 und 16,5 ist das richtig. Das ist richtig. Mein Gott. So. Und dann drehen wir uns das Ganze einmal hier rum. Da ich keinen Locher habe, der in der Mitte lochen kann. Oder wir machen uns das in der Mitte. Wir machen das hier. So. Also 21,10,5. Und dann machen wir uns da ein Loch. Genau. So, das mache ich ganz normal mit meinem Locher. Und zwar nehme ich einfach das Unterteil ab, setze den hier an, schau, wo meine Markierung ist. Jetzt habe ich meine Finger gepikst.
Und hier auf der Seite machen wir es genauso. Eins. Zwei. Drei. Na. Vier. Und hier vorne das Loch zum Verschließen. So, dann brauchen wir unser Gummi. Brauchen wir unser Gummiband. Einmal so einmal dadurch und mit dem gehen wir schon mal in das zweite Loch. So, dann gehen wir hier durch. Hier wieder raus. Hier wieder rein. Hier wieder raus. Die lasst ihr jetzt einfach so da liegen. Hier wieder rein. Und da wieder durch. Dann geht ihr hier noch einmal rein. Kommt hier raus. Und dann können wir das Ganze hier schon verknoten. So, dass das ein bisschen straff ist, das Gummi, nicht zu locker. So, aber auch nicht, dass sich das zu stark biegt. Und dann machen wir einen Knoten. So, da können wir jetzt auch schon unsere Hefte einspannen. Eins. Zwei. Vier. So. Unsere Hefte sind drin. Und jetzt müssen wir das Ganze nur noch verschließen. Da nehmen wir uns das restliche Gummiband, das wir gerade abgeschnitten haben. Ja, das reicht. Ach, ich wollte ja noch den hier da dran machen. Moment.
einmal zerlegen. Also ich möchte gerne diese Kugel, dann diese. So, dann stecken wir das hier durch. Wir machen auf dieser Seite einen Knoten in der Hoffnung, dass er nicht da durchrutscht. Jo. So, und dann können wir das Ganze mit dem, ich hab's geahnt. Machen wir das anders. Kleben das alles einmal dadurch. So. Okay, das machen wir nochmal. Ich möchte nämlich, dass der Knoten innen bleibt. So, und wenn wir jetzt anziehen, ist der Knoten innen. Ha. So, und dann können wir mit diesem Gummi, wenn wir alles auf diese Seite geschoben haben, das Ganze hier einfach ist gut, verschließen. Ja, ich glaube, das Gummi ist ein bisschen kurz. Da müssen wir noch mal ran. Aber ansonsten sitzt, passt, wackelt und hat Luft. Und ich finde, es sieht toll aus. Genau. Ja, das Gummi, das mache ich noch mal ein bisschen länger. Das ist mir jetzt doch ein bisschen kurz, weil da kommt ja noch ein bisschen was rein. Jo. Aber ansonsten gefällt mir das schon ganz gut. Was mir nicht gefällt, ist eigentlich, dass das hier unten so ein bisschen rausguckt. Ich glaube, da hätte ich einen etwas größeren Einband nehmen sollen, der noch ein bisschen größer ist. Jo, ist aber jetzt so. Ja, was ihr da nehmt, ob ihr jetzt da wirklich ein Stück Laminat, also ein laminiertes Motiv nehmt, ob ihr wie ich jetzt ein foliertes oder ihr nehmt ein Designpapier und foliert das mit Buchbindefolie. Ihr nehmt Kunstleder und klebt das auf eine Pappe. Ihr nehmt
Glitzer, dieses Glitzer vom Action und klebt das auf irgendeine Pappe. Also da ist wie immer eurer Kreativität freien Lauf gelassen. Und ja, ihr seht, ruckizucki habt ihr euer Traveler's Notebook. Ihr könnt das Ganze jetzt natürlich noch dekorieren, indem ihr hier Taschen einklebt. Das Ganze muss natürlich noch hergerichtet werden. Es ist ja noch nackt. Da muss noch Kalender rein. Ihr könnt das Ganze noch ausdekorieren. Aber das ist natürlich etwas. Das macht ihr so, wie ihr das wollt. Und ja, dabei wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß. Und ich will natürlich in den nächsten Tagen ganz, ganz, ganz viele von diesen super tollen Traveler's Notebooks sehen. Ihr Lieben, damit verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Ich werde das Gummi jetzt nochmal ändern. Das ist mir zu stramm. Aber ansonsten muss ich sagen, gefällt es mir schon ganz gut. Und es funktioniert auch ganz gut, dass die Löcher nicht ausreißen. Ja, vielleicht machen wir noch mal eins zusammen, wenn dann meine Ösen da sind. Dann zeige ich euch, dass wie das damit auch funktioniert. Wobei ihr die einfach dann da einsetzt. Ja. Ansonsten gefällt mir das kleine Teilchen schon ganz gut. Es wird halt jetzt noch ein bisschen dekoriert und gemacht und getan. Und damit verabschiede ich mich von euch. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.